Grüß. Es ist der 1. Februar 2017. Draußen ist Fense. Es schneit, schwarze Wolken verdunkeln die Nacht. Und bei mir in der Bude feiert es noch anbrennt der Pizza, weil ich deppert bin, dass ich Tiefkühlnahrung zubereite. So viel zur Begrüßung. Hallihallo. Wir haben in der letzten Runde von Resident Evil 7 herausgefunden, dass der Lukas, das ist der Sohnemann von der Baker Farm, der Hoferbe quasi, der Bube, nicht? Dass der schon ein wenig ein Arschloch ist, der hat nämlich die Mia eingesackt und die Zoe eingesackt und jetzt will er, dass wir mit ihrem Spielchen spielen, ansonsten nutzt das um, die eine oder die andere. So habe ich das zumindest verstanden. Und jetzt kriegt die ganze Sache eine kriminelle Komponente. Jetzt gehen wir von Horror-Szenario in Richtung Geiselnahme-Szenario. Nein, natürlich nicht. Was ich mir erinnern kann, war die letzte Runde ausgesprochen gut, ausgesprochen atmosphärisch, ausgesprochen gruselig. Horror pur vom Feinsten, so wie ich ihn auch mag. Subtil und leise. Und ja. Jetzt schauen wir uns weiter da oben um, wo der Lukas schon als Kind Blödsinn gemacht hat, wie einem. Warte mal, jetzt müssen wir uns erst mal da schauen. Immer noch gelb. War schon mal. Der Raum muss durchsucht sein. Und oben geht's weiter und mit einer Laternenmagie, mit so einem. Okay, jetzt wieder Konzentration. Mit dem Schattenbild. Weihnachtsbaum, Boiler, Handtasche, Spiegel, nix. Oh, oh Gott. Da haben wir um schrecklich schon wieder. Genau. Schattenbild von einem Exekutor in dem Fall. Und sogar schon vorhanden. Also ganz cool. Was könnte denn die Axt sein? Du könntest die Axt sein. Randstein, Randstein. Das ist keine Axt. Hat mich belogen! What the fuck? Wie kommt das passen? Fies? Na. Das hat überhaupt nicht hin. Jetzt können wir der Sache näher. Jetzt haben wir das. Und dann haben wir es fast. Siehst du wohl. Jetzt ernst. Treffer versenkt. Blaue Keycard. Blaue Keycard, das ist ein ganzes Mainboard. Mir ist noch was eingefallen. Ich habe was gefunden, was wir uns noch nicht angeschaut haben. Das Happy Birthday Tape. Happy Birthday. Videotape with Happy Birthday written on the label. Haben wir uns noch nicht angeschaut. Sollten wir demnächst einmal machen. Ach, der Boy. Irgendwie kommt mir vor, dass da herum noch was sein müsste. Ich habe ja Tagebucheinträge gelesen, die irgendwie so klingen, als hätte der Lukas als Bub einen ganz, ganz groben Blödsinn gemacht und dann gespannt da herum umgebracht, mehr oder weniger. Ja? Disco-Kugeln. Hier stehen alle auf Disco-Kugeln. Shadow activated door and hallway. So was kann man sich wirklich bauen lassen. Coole Sache, Parker. Okay, ich würde mir jetzt eigentlich gern das Video einziehen, bevor wir weiter deren was sagt das Spiel. Find the serum ingredients und find two keycards of the puzzle in the master bedroom.
puzzle in the master bedroom. Kä? Was war da? Kann ich nicht erinnern. Falsche Richtung. Was für Puzzle in the master bedroom, what the fuck? Naja, selbstverständlich habe ich den Rechner dabei nicht neu gestartet. Egal, deswegen treten jetzt schon Hänger auf. Ganz cool, taugt mir voll. Das ist der Master Bedroom. Ah, die Uhr! Die Uhr! Richtig popichtig. The same time as all other clocks. Können wir schauen, wie spät es da so sonst ist. Es gibt ja eh unten in der Halle haben wir schon eine nette große Grandfather Clock. Oh, zumindest. Ja klar, durch schon, ne? Das Viertel über 10. Und die steckt definitiv. Probieren wir es mit Viertel über 10. Kann natürlich auch sein, dass da gemord ist. Mach eine Summe aus sämtlichen Zeiten auf alle Uhren am ganzen Areal und stellt die dann auf der Uhr ein. Was hat er gesagt? Viertel über 10, gell? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss wirklich richtig aufziehen, ne? Dass ich die Feder hinmache. Deswegen fahre ich jetzt wirklich da im Uhrzeigersinn. Hier wird keine Tatsache. Und laut ist er überhaupt nicht. Oh fuck. Ja, aber solche Geheimgänge, solche Geheimverstecke, die entwickelt man ja nicht in die paar Wochen, in denen man halt vom mysteriösen Zombie-Pilz in Monster transmutiert wird. Dafür braucht man Jahrzehnte. Das ganze Haus ist ein einziges Labyrinth mit Falltüren und Geheimgängen. Das war immer schon so. Das heißt, die haben per Definition an der Waffel gehabt, die Bakers. Immer schon. So. Zwischenstock, was zum Henker bin ich jetzt wieder? Oh Gott! What the? Oh mein Gott! The stink is quite severe. Bitte sei friedlich, bitte sei friedlich. Will nicht vom großen Kuhmonster überrollt werden. Red Keycard. Ich bin beeindruckt. Curiosity killed the cat. Eigentlich konnte ich umdrehen und gehen. Was wahrscheinlich nicht stimmt, weil ja die Tür hinter mir zugegangen ist. Schau mal. Gibt's da nochmal einen Way Out? Nö. Ich muss weiter. Gut, passt. Das heißt, ich brauche nicht deppert neugierig sein, ich muss vorrücken. Das ist meine Motivation, das hat mir gefallen. Rückzug abgeschnitten, einziger Weg vorwärts. Machen wir trotzdem ins Hemd. Ach Gott, bitte, was soll der Scheiß?
Und wieso ist das im Zimmer von der Rudi Tant? Rudi Tant, was tust du in deiner Freizeit? Dem großen Rindergott huldigen. What the fuck? Was schaut sich die Konstruktionen aus? Aber was passiert da nicht in ein paar Tagen oder Wochen? Das war immer schon so. Das war immer schon ein Mörderhaus. Um es mit How Met Your Mother zu sagen. You unlocked it. Ja, dann schlag ich vor, du machst das auf. Ey. Ah, Spitze. Ach Gott. Geradeaus oder rechts? Geradeaus oder rechts? Die Geräusche kommen von rechts. Ich geh geradeaus. Shit, 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 shit. Die Geräusche kommen aber auch von da. Na, what? Einen kurzen Weg. Bin ich da. Lucas, a cut the guy keeps trying to. Moment, da war er doch schon. Oh fuck, das ist der Incinerator. Ich will hier raus. Renn! Wow! Scheiße, das Hosel ist schon wieder voll. Ich glaube, es ist schon wieder passiert. Gebrechen seit der Herr der erwachsenen Winkeln. Okay, ganz cool. Da gibt's was. Moment, da haben wir noch Luna. Da drinnen gibt's was zum Speichern, wenn ich richtig erinnere. Das wird sofort verwendet. Und die zwei Keycards. Die habe ich jetzt viel schneller gekriegt, als ich eigentlich gehabt hätte, dass ich es gekriegt. Finde ich gut. Ich bin beeindruckt. Und weil ich schon mal in der Gegend bin. Warte mal, schauen wir mal, was brauchen wir denn da nicht? Was können wir uns denn noch bauen? Nichts wirklich Wichtiges, ne? Gar nichts momentan. Irgendwas ablegen, was nehmen wir wichtig ist. Auch nicht, weil das ganze Schlüsselzeug und so weiter, ich hab schon mal den Fall gehabt, dass ich es dann trotzdem brauchen kann, den Rahmenschlüssel zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo ich geglaubt habe, ja, die Situation, die Zeit für Rahmenschlüssel ist vorbei. Und schwupp, hat's eine Reprise erlebt, ne? Das nehme ich alles wieder mit. Jetzt möchte ich gern zum Videorekorder. Und der ist. Wie viel Schuss haben wir noch in der Schwarzmark? Ohren, das ist wenig. Der ist oben. Oben im Jagd. Let me talk to Mia. No, you gotta show up first.
first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Er klingt so, er redet so casual, so normal, als hätte er heute zu 100% die Erdung verloren, ne? Der ist vollkommen ausgespaced. Den Eindruck macht's. Der glaubt wirklich, dass er eine lustige Party feiert. Wo war jetzt noch einmal da drüben, dass der Jog dran gewesen sei? Genau. Geben da wieder Rekorder und da verwenden wir jetzt Le Tape. Da schauen wir uns dann an. Schauen Sie sich das an. Happy Birthday! Experiment can't trespassing idiots solve puzzles. You, my friend. You are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This joy? Well, you can't fake this. It's taken me weeks to finish this, and it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Naja, okay, geht schon los. Oh. What the hell? What the hell? Was bitte soll das sein? Eine Statue von Pennywise aus It. Wie geil sich die Flamme bewegt, das schaut richtig gut aus. Oh fuck. Ja, da ist man dann geschissen, wenn man da mal Dünnpfiff hat. Luftbalance, über Luftbalance. Die Luftbalance! Es ist sehr schlecht, das stinkt hauptsächlich. Wow! I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile! This party is for you! Fuck you! Was soll das sein? What the fuck? Tot? Okay, später. Cancel. Take a candle, light it, und how the fuck should I light it? Candle isn't lit. Aber okay. Na ja gut, solange da ist Wasser nicht, das heißt wir brauchen so den Haupthahn irgendwie abstellen, was ist das? What the fuck? Was ist das? Was ist das? Was soll das sein? Eine Gasleitung? Das ist eine Gasleitung. Ja, klar, da kommt Gas rein. Ah, super. Light the candle. Und dann schalt den Ofen wieder aus, bitte.
Den lässt er jetzt rennen, oder was? Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn er da jetzt zugehe. Wie triggert denn das Ding bitte? Woher weiß denn der, dass wer durchgeht? Wahrscheinlich Videoüberwachung, na gut, Videoüberwachung, das kann schon sein. Sind das Nägel? Das sind Nägel, was ist das, ein Tintenfessel? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Das, ah ja. Scheiß Idee. Oh Gott, da drin ist was. Oh Gott. Disgusting. Ja, das ist richtig. Ah, geleckt. Was ist das? Was ist das? Ein Teleskop. Ein Teleskop. Ein Teleskop. Wo baut man. Gibt man hier vielleicht das Teleskop? Na, vielleicht baut man es da, ey. Na. Steckt man es sich in den Hintern? Nein. Verkauft man es an den Höchstbietenden? Vielleicht. Jetzt habe ich ein Teleskop. Du jetzt? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Party Clown. Guter Bildschirm. Du hast die Tantrudi. Fati, Huni. Oh, Scheiße, hoffentlich kommt Huni auch nicht noch dazu. Und Clowny aus der Hölle. Hier, hier, what? It seems to have been fitted with a polarizing filter. The dirt on it makes it hard to see through. Oh, was schon, gell? Kann ich das irgendwie... Gehen wir mal durch, vielleicht wascht das auch. Oder jetzt das. Ach, das wahrscheinlich nicht funktioniert. Happy fucking birthday, Galites. Was macht das Fressel? Winding Key. Und jetzt rennt gerade raus. Und das war eine scheiß Idee. It won't stop coming out. It won't stop coming out. Stoppen. Ja. Gut, pass auf, dann machen wir mal folgendes. Stellen uns da ins Wasser. Aktivieren das Ding jetzt. Du bist du narrisch. Und der Gatsch ist natürlich ein Problem. Stopp, was ist das? The Winding Key. Das sind fit. Na. Das ist gut vielleicht. Na. Ja, wurscht.
Aber das Ding macht mir den ganzen Raum voll, gell? Das wird mir über kurz oder lang wird mir die Gaudi da umbringen, ja. Der Gatsch wird mich dahin raffen. Ich hab leider das ungute Gefühl. Ah, da schau. Hängt, was ist das? Was soll das sein? Rabe am Grabstein? A hanging girl und der Fötus. Also noch einmal in der richtigen Reihenfolge. Hanging girl, Rabe am Grabstein, Fötus. Hanging girl, Rabe am Grabstein, Fötus. Wo ist das Hanging Girl? Hanging Girl? Rabe am Grabstein. Fötus. Wunderbar. Was bist du? Ein Straw Doll. Hab ne Straw Doll gefunden. Stopf sie rein in das Loch. Das ist ein Fett. Oder vielleicht in das Loch. Nö. Nö, 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 nö. Was mache ich denn mit der Strohpuppe? There's no point using that here. Vielleicht kann ja der Onkel Clown die Puppe brauchen, ne? Und dann ziehen wir ihn auf! Ja, so machen wir das. Aufziehen. What the flying fuck? Und der zeichnet dann irgendwas? Was kommt mir mit Handdrucken? Es fehlt einem Finger, oder? So schaut es zumindest aus. Okay, irgendwas passiert hier, ne? Nochmal gehen wir nicht in den Scheiß aus. Also greifen wir nicht in den Scheiß aus. Ups, schau, was das? No water is coming out. Ja klar, also die Leitung ist umgeleitet. Nehme ich das mal so. Der schreibt bloß. Der schreibt bloß. Dafür braucht er allerdings seinen Finger. Das ist halt immer noch nicht rausgefunden. Es schaut aus wie Luftzufuhr, Gasleitung. Wenn es Gas wäre, wäre schon hochgegangen. Das heißt, es wird irgendwas anderes. Gas, Luft, Sauerstoffzufuhr. Her, was ist her und wie komme ich hierher hin? Kann man es combinen? Nö. Straw Doll? Na komm. Scheiße, ich
the Face. Na. The doll is hard to the touch. Was ob das das? Wir können damit was aufhauen eventuell. Ah! Ein Dummyfinger! Na wunderbar. So, Mr. Clown. Jetzt machen wir das Ganze dann mal. Ja, das Tinten, er wird gern was schreiben, schafft's aber nicht. Wie helfen wir ihm? Keine Ahnung, da ist sonst nichts zum Angreifen. Fuck a doodle do. Da ist mittlerweile alles relativ zugesifft. Ja, ich hab. Trag halt einfach dran. Das wird nicht so einfach gehen. Wo kommt der irgendwo wieder hin? Scheiß Ding. Gott, abrennen! Ah, wow! Gehen wir gleich runter. Das wird kein gutes Ende nehmen. What? Da war was? Was war das? Was ist das? What the hell? Das, ist das ein Heliumballon, der extra dafür da ist, dass man die Stimmen ändert? Das mit der Kordel zum Durchbrennen ist ein wenig ein Schass gewesen, weil man sieht teilweise Verschlussmechanismen, die wesentlich leichter zu knacken sind. Was geht da jetzt an? Happy. It would be difficult to open without the password. L-U-C-A-S, probieren wir mit Lukas. Ah ja, okay, der Clown schreibt das Passwort. I see, der Clown schreibt das Passwort und jetzt muss ich bitte wissen, was das ist. Was soll das sein?
keine Ahnung, wir geben es mal dem Clown in die Hand. Fit. Was soll das sein? Ah, Bullshit, das ist ein Ballon mit einem Ventil. Könnt ihr euch erinnern, früher, Kinderszeiten, ein Rückschlagventil im Luftballon zum besser aufblasen. Ja, ja, sowas hat es wirklich gegeben. Und das kommt jetzt da drauf, Helium ist es. Weil er eine Nagelbombe ist. Toll, ich hab einen Nagel in der Hand. Oh, er steckt das gut. Einiges, gut weg. A Quill. The illness of my Quill. Sehr fein. Sehr unspektakulär, sehr Geschrei. So, normal. Gib mir das Passwort, toter Horror. Alter! Das ist ja abartig. Okay, gut. Wir haben das Passwort. Shit! Loser, I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Yeah! Und es ist eigentlich voll egal, ob man das gewinnen oder verlieren, also ob man da was lebend rauskommen oder nicht. Wahrscheinlich kann man gar nicht lebend rauskommen. Hier, was hier? Valve Handle? Ah, Valve Handle. Okay. Verstehe. Ventil, wie heißt denn das? Ventil-Händel halt nicht, also das Ventil halt zum Zutrennen. Damit es dann Toni noch weiß hat. Und jetzt gehen wir noch anzünden. Jetzt haben sie uns verarscht, schlicht aus. Happy, happy birthday, happy birthday. Ja, und jetzt? Oh, fuck. Oh shit, das war Benzin. Ah! Happy birthday! Arme Sau, mit der er da spielt.
Ja, es ist richtig geil inszeniert. Also, und was ist jetzt? Standbild für immer? Achso, nein, Ladebildschirm. Es ist richtig geil inszeniert. Und richtig fürchterlich und richtig schier und richtig grausig. Und mittlerweile finde ich es richtig, 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 richtig geil. Das Spiel ist gut. So, und jetzt, das eine Rätsel haben wir gelöst. Head to Lucas Place for. Ah ja, genau, die Keycards. We got the Keycards. Und mit den Keycards können wir jetzt zum Lucas gehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Lucas auch für uns was ganz, ganz Lustiges in store hat. Es wird nicht ganz umsonst gewesen sein, dass wir das Video jetzt gekriegt haben. Da sieht man schon, wie der Lukas drauf ist. Also sehr gesellig. Ein Scherzkeks. Prankster. Mittlerweile schieße ich ja besser, muss ich sagen. Ich klopfe mir mal kurz auf die Schulter. Noch okay, vielleicht doch nicht so. Hätte man doch nicht so auf die Schulter klopfen sollen. Ja, sag einmal. Ich. Du bitte zusammen. Brechen Sie bitte in sich zusammen. Danke. Hast du jetzt ein Kamo mehr? Naja, nicht mehr viel. Scheiße. Gibt es einmal auf jeden Fall einen weiteren Sprecherstand. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen weiteren Speicherstand und ja, ich möchte ja schon wieder sagen, passt, machen wir Ende der Folge, aber das ist schon langsam, finde ich, dass die Folge sogar ein bisschen kurz geraten, selbst für meinen Geschmack. Was soll ich denn Dinge einpacken? Ich packe meine Koffer. Was brauche ich? Ah ja, das Bundle kann man jetzt auf jeden Fall weglegen. Das haben wir gesehen. Picklocks haben wir auch noch, wunderbar. Ammo schaut ganz schlecht aus. Oder? Was ist das da für Zeug? Enhanced Handgun Ammo. Ah, jetzt hat die Enhanced drin, wunderbar. Okay. Schauen wir uns an, was der gute Lukas für uns vorbereitet hat. Welcome to Paradise! Und für alle Epileptiker oder Epilepsie-Gefährdeten, jetzt bitte weg! You call it Paradise, I call it Hell! Hupfdolen-Idiotie! Das Motto gefällt mir. Ja, definitiv kreativ ist er, der Lukas. Das muss man ihm lassen. Ja, das wird jetzt genau so was sein, wie man gerade gesehen hat, ne? Und was das genau wird, das sehen wir in der nächsten Runde. Ich hab mir's doch nochmal anders überlegt. Wir enden für heute, weil noch einmal
so artige Rätsel-Rally. Passt mir jetzt überhaupt nicht ins Konzept. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt. Spaß. So viel Horror gehabt. Nein, es ist schon ein Spaß, Arto, sich durchzufürchten, sich durchzukombinieren, sich durchzurätseln. Und auch durchzuschießen. Das mit die letzten paar Mobs waren ganz angenehm. Also ich hoffe, ihr habt es genossen, genauso wie ich. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit und jetzt Spiel. Weile dabei. Out.